Nicht immer ist es ja das Ziel, fremd zu vermieten, also ganz, ganz fremd, sondern eventuell sich mal zu überlegen, ja, vielleicht auch an Familienmitglieder, vielleicht auch, sag ich mal, Sohn, Tochter, natürlich in unserem Cousin, Cousine, Opa, Oma oder ähnliches. Ja, auch das ist möglich, doch steuerlich musst du definitiv hier einige Dinge beachten, sonst kann es im Nachgang sehr, sehr teuer werden. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Es ist, wie es ist. In dem Zusammenhang heißt, Papier ist geduldig. Und das gilt vor allem auch dafür, dass auch wenn du einen Mietvertrag mit nahen Angehörigen schließt, solltest du hier an dieser Stelle das Ganze auf Papier dokumentieren. Jetzt bedeutet Papier natürlich nicht unbedingt, dass du es in Papierform vorhalten solltest, aber du solltest ein offizielles Dokument haben, in dem ihr einen Mietvertrag schließt. Ein Mietvertrag bedeutet in dem Zusammenhang, dass sich zwei Parteien einig geworden sind über die Rahmenbedingungen einer Vermietung. Und das ist durchaus so, wo man ganz klar sagen kann, hier geht es auch ein bisschen in den Fremdvergleich drüber. Aber zuerst mal Mietvertrag. Am besten, wenn ihr im Großen und Ganzen hier mit euren Kindern, nahen Angehörigen oder sonst irgendwie einen Mietvertrag abschließen wollt, dann nehmt doch einfach die Standardmietverträge. Auch, ich sag's mal so, bei unseren Mandanten immer wieder die Standardverträge, zum Beispiel von Haus und Grund oder Ähnlichem, werden dort genutzt. Liegt hauptsächlich daran, weil man so einfach den größten Fremdvergleich hat überhaupt. Man hat dort alle Rahmenbedingungen drin, die man auch, also ich zum Beispiel auch bei jedem meiner Mieter im Großen und Ganzen immer wieder verwende. Bedeutet im Großen und Ganzen, hier Mietvertrag ist vorhanden und der unterliegt hier einem Fremdvergleich. Fremdvergleich ist ja immer so ein spannendes Thema. Was bedeutet denn überhaupt Fremdvergleich? Also fremdüblich bedeutet in dem Zusammenhang ja mehrere Dinge. Miete, Nebenkosten, Kündigungsfristen oder andere Themen. In dem Zusammenhang sollte es also wirklich hier eine komplette Fremdvergleichsmöglichkeit geben. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass ich hier zum normalen, ganz einfach Mietzins in dem Zusammenhang hier eine vollmöblierte Wohnung zur ortsüblichen Miete ganz einfach vermiete, nur damit ich dort hier alle Kosten steuerlich geltend machen kann. Denn grundsätzlich ist ja auch das Mietverhältnis zwischen natürlich den Kindern zum Beispiel oder auch den Eltern hier eine ganz normale Einkunftsart. Das heißt, ich kann aber auch wieder Wärmungskosten geltend machen. Und an der Stelle ist es so, dass man hier auch ganz klar sagen muss, die Vermietung hier zwischen nahen Angehörigen sollte grundsätzlich in allen Bedingungen gleich sein. Bedeutet auch zum Beispiel, was für Kosten werden übernommen? Welche Kosten werden vielleicht am Ende umgelegt? Also hier Thema umlegbare Kosten, ja, nein, also ich würde zum Beispiel nie an der Stelle gegenüber dem Mieter sagen, ja, deine ganzen Nebenkosten, Wasser, Strom und sonstiges, das zahle ich. Das ist total unüblich bis zum gewissen Punkt, außer man hat natürlich eine Warmvermietung, die aber dann hier meistens höher ist als die normale Übernahme. Das heißt, hier ist es durchaus so, dass man sagen kann, wenn hier ein langes Mietverhältnis, ein Standardmietverhältnis ist, dann ist es durchaus so, dass man sagt, okay, da könnten dann Positionen mit reinkommen, aber andere Themen, muss man ganz klar sagen, gibt es hier einfach Unterschiede, die man im Fremdvergleich beachten muss. Mietzins, hier ist es ganz wichtig, man sollte definitiv nicht zu niedrig vermieten. Die allseits bekannte 66%-Regelung gilt natürlich in gewisser Form immer noch. Das heißt, man sollte hier mindestens bei 66,00001%, ja, wir haben es mal durchgestritten, sogar selbst bei uns in der Kanzlei, einhalten. Denn alles, was darunter ist, kann natürlich dann zu einer Aufteilung führen. Hier natürlich nochmal die 50% mit Blick auf die Aufteilung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. Diese Regelung greift übrigens unabhängig davon, ob du an fremde Dritte vermietest oder auch an der Stelle hier an einen ganz normalen, sag ich mal, Verwandten. Denn hier ist es durchaus so, das gab es auch jetzt in den letzten Jahren, diese Fälle, dass zum Beispiel gerade in der Münchner Innenstadt die Immobilienpreise doch extrem durch die Decke gegangen sind. Und dann hat es aber einige soziale Vermieter gegeben, die sagen, hey, ich erhöhe meine Mieten nicht. Und dann sind sie in diese Thematik reingerutscht mit der Fremdüblichkeit. Das ist also, wie gesagt, nochmal ein Thema. Man sagt Mietzinsen, dass diese fremdüblich ist. Mindestens 66,00001% reicht aus. Punkt Nummer zwei, Thema Betriebskosten. Ja, das kann es natürlich hier auch in bestimmten Fällen geben, dass man warm vermietet, gerade wenn man vielleicht häufige Wechsel hat, auch von Mietern oder zum Beispiel, was ja auch klassischerweise hier bei uns in Regensburg wieder der Fall ist, dass einfach Mandanten zum Beispiel hier an große Konzerne wie BMW, Infineon oder sonstiges ganz einfach vermieten und die dann solche Arbeitnehmerwohnungen ganz einfach hier haben.
Da kann man ganz klar sagen, hey, an der Stelle, wenn hier eine feste Vermietung da ist, langfristig, dann klassische Netto- plus Nebenkostenvermietung. Ansonsten natürlich hier die Option, auch dass es Warmmiete zu haben. Das gibt es natürlich auch an der Stelle. Wichtig im Blick sollte man das auf jeden Fall haben, dass man das alles fremdüblich gestaltet. Und die Mietzahlungen sind auch enorm wichtig. Denn das ist der Punkt, bei dem es dann bei den meisten Vermietungen an nahen Angehörigen scheitert. Problem ist an der Stelle aber, wenn du hier ganz klar so agierst, dann bist du hier definitiv schon mal im Bereich der Steuerhinterziehung. Denn hier ist es wirklich so, dass du ganz klar diese Verträge auch einhalten musst. Und hier ist es idealerweise auch so, dass man das nicht in bar macht, sondern via Banküberweisung. Und jetzt kommen wir zum Thema, was durchaus auch immer wieder diskutiert wird in diversen Foren und sonstigen, wo es dann heißt, ja, dann mache ich es natürlich so, dass ich hergehe und ganz klar sage, mein Kind überweist mir monatlich zum Beispiel für Studentenapartment die Miete, 400-500 €. Dann hebe ich das Geld ab und gebe es ihm hier natürlich auch wieder bar zurück. Jetzt ist es natürlich so, dass man hier das, bis zu einem gewissen Punkt machen kann, wenn das getrennt ist. Das muss man ganz klar sagen. Fakt ist aber auch, es könnte durchaus hier der Fall vorliegen, dass man sagt, ja, das ist aber an der Stelle doch irgendwo so eine, Nicht-Ernsthaftigkeit des Vertrags, Thema Steuerhinterziehung wieder. Plus zusätzlich, je nachdem, was das für eine Immobilie ist, können wir noch in andere Probleme kommen. Und das ist Schenkung bzw. erbschaftssteuerliche Probleme. Denn gehen wir mal davon aus, dass du an der Stelle hier in dem Zusammenhang, eine Immobilie hast, zum Beispiel, was weiß ich, 10.000 €, oder 12.000 €, klassisch 1.000 € Miete pro Monat. Du hebst das Geld ab, gibst es deinem Sohn wieder. Dann ist es durchaus so, dass man hier ganz klar sagen muss, dass an der Stelle das auch natürlich angerechnet wird. Denn diese monatlichen Zahlungen können dann dazu führen, dass du, wie gesagt, dein 400.000 € Volumen reduzierst. Und das ist ganz klar hier ein Riesenproblem, wo man natürlich nicht vergessen sollte. Denn im schlimmsten Fall schauen Sie natürlich beim Erbstreit, hier natürlich die Finanzverwaltung oder auch die Erben selbst, die Konten genau an. Und wenn die sehen, aha, ich habe ja meine Miete nicht zurückbekommen, aber mein Bruder, meine Schwester oder sonst irgendwas hat die Miete monatlich wieder über ein anderes Konto überwiesen bekommen. Das könnte durchaus hier kritisch sein und auch vor allem hier für Erbstreitigkeiten sorgen. In dem Zusammenhang dann natürlich hier auch vielleicht auch auf den überlebenden Ehegatten dann noch Probleme zukommen, wenn er davon weiß. Steuer mit Kopf ist viel mehr als YouTube. Auf steuermitkopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Grundsätzlich in dem Zusammenhang können aber auch bei Vermietungen nahe Angehörige, sei es Kinder, sei es Ehegatten, doppelter Haushalt, egal was man macht, hier Instandhaltungskosten, Reparaturen und sowas vollständig abgezogen werden, solange es fremdüblich ist. Da ist natürlich die Frage, übernimmt man zum Beispiel für seinen Mieter alle Kosten komplett? Also ich sage mal so, es gibt ja diese klassische Schönheitsreparaturenregelung, die ja immer, Diskussionsstoff ist. Und da ist es durchaus so, dass man ganz klar sagt, das sollte man nicht übertreiben. Werbungskostenabzug ist vollständig möglich, solange natürlich hier die Aufteilung in entgeltlichen und unentgeltlichen Teil nicht erfolgt. Das ist natürlich auch relevant und an der Stelle hier auch Leerstandskosten und Ähnliches können hier nicht geltend gemacht werden, denn der Leerstand ist auch wieder was, wo man sagt, ja, jetzt konnte ich nicht vermieten an mein Kind oder mein Kind war nicht da in dem Monat, sonstiges. Leerstandskosten gibt es nicht, sondern in dem Zusammenhang hast du einfach keine Mieteinnahmen. Jetzt noch ein Thema, das sich auch hier möglicherweise viele immer wieder vergessen, ist auch das Thema mit der Renovierung. Auch das ist zumindest ein kritischer Punkt, denn solange hier Wohnungen renoviert werden, wo man sagt, hey, die Wohnung war jetzt 10, 15 Jahre lang, vermietet, dann zieht der Mieter aus, dann renoviert man die umfangreich und plötzlich vermietet man sie nicht mehr an die Kinder. Das ist auch so ein Fall, das nicht funktioniert, weil man dann sagt, okay, es muss hier dann schon ein ernsthaftes Mietabsicht vorliegen, damit man auch hier diese Werbungskosten im Bereich, Erhaltungsaufwendungen oder natürlich weitere Reparaturen und sonstiges Schönheitsreparaturen alles steuerlich geltend machen kann. Denn wenn die Ernsthaftigkeit der Weitervermietung fehlt, dann wird das Finanzamt diese Kosten nicht steuerlich anerkennen. Aber ansonsten, wie gesagt, hier alles möglich wie Zinsen zur Finanzierung, Abschreibung des Gebäudes, Versicherung, Reparatur, sonstiges, vollständig möglich, solange hier am Ende die 66,00001% eingehalten werden. Und so ein klassisches Beispiel ist hier zum Beispiel Herr Schneider und Tim vermietet hier, wie gesagt, an seinen Sohn Tim eine Immobilie.
die ja zum Beispiel zum Studium auswärts unterwegs ist. Monatliche übliche Miete ist vor Ort zu 1000 Euro. Das heißt, hier sollte man mindestens 661 Euro ungefähr, sage ich mal, verlangen, dass man hier über den 66% drüber ist. Betriebskosten können, wie gesagt, als Wärmungskosten gegengerechnet werden, zum Beispiel von 80 Euro. Und die jährliche Abrechnung der Nebenkosten muss auch erfolgen. Hier ist es wichtig, dass Tim an seinen Vater möglicherweise monatlich oder quartalsweise, kann ja auch angepasst werden, hier dann die Miete überweist. Die Zahlungen gehen dann zum Beispiel auf das Konto von Herrn Schneider ein. Und so kann Herr Schneider gleichzeitig alles, weil er die 66% eingehalten hat, hier alle Wärmungskosten voll steuerlich geltend machen. Und ebenso natürlich mit zum Beispiel Zinsen und allem, was drumherum anfällt. Auch in dem Zusammenhang ist es so, sollte hier, wie gesagt, wie es vorhin schon gesagt wurde, zwischen zum Beispiel dem Auszug des ehemaligen Mieters und des Einzugs des Sohns hier dann Malerarbeiten oder sonstiges notwendig werden oder eine neue Einbauküche oder was weiß ich, sonstiges, neue Fenster, alles möglich, dann ist es auch möglich, das als Wärmungskosten natürlich steuerlich geltend zu machen.